Bauhaus einzuziehen. Ich habe dieses Mal jetzt so, zeige ich euch, dass ich keinen so riesen Bauch habe, ja, und trotz drei Kinder und das dank Pilates natürlich. Okay, schaut her, ihr steht einfach beide Beine hüftbreit, okay? Erstmal stehen nach vorne und Kreis mal kurz mit euren Schultern. Wir wärmen uns ein bisschen auf, wir bereiten unsere Körper vor für die Übungen. Der Klaus macht schon hier voll komische Zeichnungen, genau. Und Kreis noch größer. Sehr schön. Beide Beine hüftbreit geöffnet, Mädels. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Aber wisst ihr, und jetzt streck dich mal auf eine Seite und andere. Schön strecken. Beide Beine bleiben auf dem Boden. Und schön strecken. Immer schön den Bauch ein bisschen mehr einziehen. Sehr gut. Und von hier aus tief einatmen, ausatmen. Einatmen, atme aus, geh nach unten. Einatmen, komm wieder nach oben. Jetzt bin ich Bauchfrei, gell, Schatzi? Lecker. Scheiße. Einfach nein. Lecker. Und ausatmen, wieder nach unten. Und atme ein, komm nach oben. Ausatmen, nach unten. Und dieses Mal beug deine Knie mit, geh nach unten und komm wieder hoch. Nochmal nach unten und wieder hoch. Schön fließen, Mädels. Ich glaube, für euch ist es jetzt auch schwieriger, weil ihr müsst mich ständig auf dem Monitor schauen. Aber die Mädels von meinen Kursen, die kennen eigentlich meine Art vom Unterrichten. Und deswegen einfach weitermachen. Und noch einmal. Und wieder lösen. Sehr schön. Jetzt nehmt ihr euer Handgelenk, weil wir arbeiten heute ein bisschen mehr mit unseren Handgelenken. Und zwar ein bisschen Kreise damit. Nochmal kreisen. Wir bereiten sie vor für die weiteren Übungen. Und jetzt schließen und öffnen. Schließen, öffnen, schließen, öffnen. Genau. So, jetzt, das war's. Und fangen wir an. Weil Sommer ist ja schon da fast. Also, Bauch einziehen, beide Beine hüftbreit geöffnet. Wir atmen tief ein. Ausatmen, geh nach unten, zieh deinen Bauch ein. Krabbel nach vorne aus 4 Schritten. Komm in der Stützposition an, halte deinen Kopf gerade, Hüfte gerade, lass deine Hüfte nicht nach unten senken und auch nicht zu weit hoch. Halten und geh nochmal mit 4 Schritten nach hinten, Kopf rein, roll nach oben, Wirbel auf Wirbel und atme wieder ein. Ausatmen, Bauch einziehen, geh wieder nach unten. Krabbel wieder nach vorne aus 4 Schritten, Stützposition, beide Hände. Schulterbreit, beide Hände unter eurem Schulter. Krabbel wieder nach hinten, Kopf rein und roll wieder nach oben, atme wieder ein. Schön den Powerhouse festhalten und geh wieder nach unten. Krabbel wieder nach vorne, 4 Schritten, halten. Achtet bitte auf eure Haltung, atme weiter und geh wieder nach hinten, Kopf rein. Und atme wieder ein. Wir machen jetzt eins weiter. Achte bitte darauf, dass ihr die ganze Handfläche nimmt zum Krabbeln, okay? Und nochmal, tief einatmen. Atme aus, zieh deinen Bauch richtig ein. Krabbel nach vorne aus 4 Schritten. Bauch einziehen, heb jetzt leicht ein Bein nach oben an, halten. Wieder absetzen. Anderes Bein anheben. Halten, wieder absetzen. Krabbel wieder nach hinten, Kopf rein, roll wieder nach oben, Bauch einziehen und atme wieder ein. Ausatmen, geh wieder nach unten. Krabbel wieder nach vorne, Stützposition, nochmal. Ein Bein anheben, absetzen. Achte bitte auf eure Hüfte, dass sie nicht senken, schön stabil bleiben. Und wieder, krabbel wieder nach hinten. Und roll wieder nach oben, einatmen. Und das Ganze noch einmal. Bauch einziehen. Zieh dein Bauch fest ein. Krabbel wieder nach vorne. Stützposition. Ein Bein anheben. Absetzen. Anderes Bein anheben. Absetzen. Krabbel wieder nach hinten. Kopf rein. Und roll wieder nach oben. Kurz auslockern. Wir gehen weiter. Ah, oh, Christian ist auch dabei. Hallo, Christian. Und aus Carré, Christi, hi. Und sehr schön. Und weiter geht's. Nochmal.
Tief einatmen. Bauch einziehen. Ausatmen, geh nach unten. Krabbel nach vorne, 4 Schritte. Wir fangen von vorne an. Ein Bein anheben, absetzen. Anderes Bein anheben, absetzen. Von hier aus dreh dich auf die Seite. Nimm einen Arm nach oben. Halten, schau zu deinem Arm nach oben. Komm wieder in der Mitte. Krabbel wieder nach hinten. Und atme wieder ein. Und nochmal atmen. Geh wieder nach unten. Krabbel aus 4 Schritten nach vorne. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Aber es ist Fat Burning, Ladies. Keinen Entspannungspilates. Ein Bein anheben. Absetzen. Anderes Bein anheben. Absetzen. Dreh dich auf die andere Seite. Schau zu deinem Arm nach oben. Halten. Und komm wieder in der Mitte. Und jetzt krabbel wieder nach hinten. Kopf rein. Roll dich nach oben. Wirbel auf Wirbel. Schulter auslockern. Und nochmal. Einatmen. Bauch einziehen. Atme aus. Geh nach unten. Krabbel nach vorne aus 4 Schritten. Stützposition. Und nochmal von vorne. Ein Bein anheben. Absetzen. Anderes Bein anheben. Absetzen. Dreh dich auf die Seite. Nimm einen Arm nach oben. Von hier aus fahr mit deinem Arm unter deinen Oberkörper. Zieh deinen Bauch richtig fest ein. Komm wieder nach oben. Schau zu deinen Händen nach oben. Und das Ganze noch 2-mal die gleiche Seite. Ausatmen. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen. Einatmen, komm nach oben. Komm wieder in die Mitte. Und schön langsam krabbel wieder nach hinten. Und roll wieder nach oben. Ich glaube aus dem Form. Und atme ein, Bauch fest. Ausatmen, geh wieder nach unten. Krabbel nach vorne aus 4 Schritten. Stützposition und von vorne. Ein Bein anheben. Absetzen. Anderes Bein anheben. Absetzen. Dreh dich jetzt auf die andere Seite. Ich muss mich von euch wegdrehen. Und jetzt fahr nochmal mit deinem Arm unter deinem Bauch. Komm wieder nach oben. Noch einmal. Atme aus. Einatmen, komm wieder hoch. Und letztes Mal, Ladies. Und wieder nach oben. Geht nach unten. Knie ab. Und mach dich lang. Streck dich einfach auf den Boden kurz aus. Damit es, ich guck mal, Ute ist auch dabei. Ute, ich hoffe, du machst auch mit. So, weiter geht's mit der nächsten Übung. Ihr seid ja alle auf dem Boden. Ihr habt ja euch kurz mal ausgeruht. Von hier aus gehen wir auf den Vierfüßler, Ladies. Ich hoffe, ihr seht mich richtig. Und zwar beide Knie hüftbreit. Beide Hände schulterbreit. Schaut bitte, dass euren Kopf nicht immer nach unten hängt, sondern schön rausstrecken. Blick nach unten. Oder natürlich auf euren Monitor. Weil, ja, sonst wisst ihr nicht, was ich möchte von euch. Und das Wichtigste ist, ihr zieht euren Bauch ein. Das heißt, keinen Hohlkreuz, kein Runden, sondern schön neutrale Rücken. Bauch einziehen und los geht's. Wir strecken ein Bein nach hinten raus. Andere Arm diagonal nach vorne. Wir ziehen unseren Bauch ein und jetzt heb ein Bein und ein Arm und langsam wieder ab. Nochmal anheben, absetzen. Schaut bitte, dass eure Hüfte schön ruhig bleibt und nicht hin und her wackelt. Und nochmal ab. Nochmal anheben und absetzen. Und nur noch einmal. Anheben, absetzen und lösen. Von hier aus nehmt ihr den Arm, schaut jetzt euren Arm nach oben, dreht ihr euch weg und jetzt holt ihr diesen Arm nach hinten, ihr holt es nach vorne und hebt ihr an, beide gleichzeitig, Arm und Bein. Von hier aus geht ihr mit beide gleichzeitig nach unten, denkt an euren Bauch, einziehen und holt wieder deinen Arm nach oben. Und nochmal, anheben. Und halten. Bauch fest, atmen. Bauch fest, Ladies. Und wieder nach unten.
Und nach oben. Und noch zweimal. Ab. Und nach oben. Halten. Und nochmal nach unten. Anheben. Und letztes Mal. Halten. Von hier aus nicht absetzen, Ladies, nicht absetzen. Und jetzt zieh dein Knie zu deinem Ellenbogen. Ausatmen. Zieh dich ganz eng ein. Und atme ein. Öffnen. Schließen. Zieh deinen Bauch zu deinem Knie zu deinem Ellenbogen. Und wieder öffnen. Nochmal. Und atme wieder ein. Noch zweimal, Ladies. Und noch einmal. Und nochmal. Und lösen. Ablegen. Ihr könnt euch kurz strecken. Mädels, ich atme extra laut, damit ihr ein bisschen hört, wie das ungefähr funktioniert. Also mir geht's gut, aber ich atme extra laut. So. Die von den Bindungen kennen das. Okay. Seid ihr bereit? Andere Seite. Wir haben es gleich fertig, okay? Das Albtraum hat ein Ende. Weiter geht's, Ladies. Dann haben wir einen schönen Bauch. Und nochmal, beide Hände auf dem Boden, schulterbreit. Beide Beine hüftbreit. Und jetzt strecken wir das andere Bein nach hinten raus. Andere Arm diagonal auf dem Boden. Von hier aus nochmal anheben, halten, absetzen. Bitte an den Bauch denken. Anheben, absetzen. Anheben, absetzen. Noch einmal anheben und wieder ab. Von hier aus dreht ihr euch und schaut zu eurem Arm nach oben. Legt ein Bein auf den Boden ab und nur halten. Nur halten. Von hier aus nimmst du den Arm, führst ihn nach hinten und holst du dir nach vorne und hebst du beides gleichzeitig an. Geh, fährst du wieder mit beiden nach unten und hol deinen Arm wieder zu dir nach oben. Nochmal. Fahr nach hinten, heb beide an. Halten. Nochmal beide nach unten. Nach oben schauen. Noch dreimal. Kommt, Ladies. Und hoch. Und langsam wieder nach unten. Am besten flext ihr euren Fuß, dann ist es mehr Spannung auf dem Bein. Denkt bitte an gestreckte Knie. Und nochmal hoch. Und langsam wieder ab und nach oben. Und nur noch einmal. Kommt, Ladies. Nicht aufhören. Und hoch. Jetzt halten. Jetzt zieh dein Knie zu deinem Ellenbogen. Und ausatmen. Atme wieder ein. Strecken. Atme aus. Zieh zusammen. Einatmen, wieder strecken. Noch zweimal, Ladies. Und strecken. Und noch einmal. Und strecken. Und ablegen. Und lang machen. Mach dich ganz lang, Mädels. Ganz lang. Jetzt schaue ich mal, ob ihr noch überhaupt da seid. Ja! Hadji, nicht nur gucken. Machen. Machen. Okay, Ladies, wir haben nur noch 10 Minuten, okay? Und zwar, schaut her. Ihr seid auf dem Boden. Von hier aus geht ihr nochmal in die Stützposition. Ja, ich liebe diese Übungen. Von hier aus beide Füße hüftbreit, beide Hände schulterbreit. Und von hier aus krabbel wieder nach hinten, Bauch einziehen. Und roll dich nach oben. Wirbel auf Wirbel. Schulter nach hinten. Lockern und jetzt atme ein. Bauch fest. Ausatmen, geh nach unten. Krabbel nach vorne aus 4 Schritten. Stützposition. Sehr schön. Von hier aus langsam, Mädels, langsam. Mit Ellenbogen eng geht ihr langsam nach unten. Achte darauf, dass die Hüfte schön oben bleiben und nach unten geht. Zehen lang. Und jetzt bitte mit Bandscheibe nicht machen. Roll deine Schulter nach hinten und schieb dich nach oben ins Cobra. Halten. Schön halten. Brustkorb öffnen. Und langsam bitte nach unten. Stell deine Zehen wieder auf. Schieb dich nach oben in dem herabschauenden Hund. Ferse Richtung Boden und bleib. Und von hier aus nochmal. Stützposition. Und nochmal. Rabbel nach hinten. Kopf ran. Roll nach oben, Wirbel auf Wirbel, Bauch fest. Tief einatmen, Bauch einziehen, atme aus, geh nach unten.
Krabbel nach vorne aus 4 Schritten. Stützposition, Ladies. Und jetzt nochmal. Ellenbogen eng. Und ganz langsam. Halte, halte. Umso langsamer, umso intensiver. Und ablegen. Zehen lang. Schulter nach hinten. Schieb dich nach oben. Ins Cobra. Geh langsam nach unten. Ellenbogen immer schön eng halten. Hände beide bleiben immer an eurem Brustkorb. Schieb dich nach oben. In einem herabschauenden Hund. Mach dich lang. Meine Matte ist ein bisschen rutschig. Und jetzt geh nochmal mit runden Rücken in der Stützposition und krabbel wieder. Haha, das macht Spaß. Ich kann mir vorstellen, und roll wieder nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass ihr schon meckert. Wieder dieses Krabbeln. Aber es ist ein sehr intensives Training, Mädels. Für den ganzen Körper. Und das wollen wir. Ja, aber wir müssen, damit wir uns wohler fühlen. Also noch einmal, tief einatmen, Bauch einziehen, ausatmen, geh wieder nach unten. Krabbel nach vorne aus 4 Schritten, Stützposition und Ellenbogen eng, langsam nach unten gehen. Sehr schön. Zehen lang, Schulter nach hinten, schieb dich nach oben ins Cobra. Wenn ihr ein bisschen mehr wollt, ihr könnt auch den Kopf nach oben. Ich kann aber dann nicht mehr reden. Also ich mache es dann nicht. Mein Mann schläft gleich ein. Bin ich langweilig? Nächstes Mal kann ich mitmachen. Kannst du wieder hab ich nach doch. Unten gehen? Hab ich doch. Ich habe dir gezeigt, was ich gemacht habe. Und jetzt schiebt euch nach oben in dem herabhängenden Hund. Bauch einziehen. Und jetzt bleibt mal da. Und schön im Wechsel dehnt mal eure Füße. Ferse Richtung Boden. Schaukel leicht mit deiner Hüfte. Ihr dürft eure Hände ruhig in den Boden reinschieben. Bei mir rutscht es. Dann habt ihr noch mehr Intensivität und der Rücken geht noch länger. Okay? Das heißt, schön im Wechsel. Lasst euch Zeit. Keine hektischen Bewegungen mehr. Und noch einmal. Und geht jetzt auf eure Knie. Unsere letzte Übung von heute. Kraftübung, danach dehnen wir auf euren Wunsch. Geht ihr bitte auf eure Ellenbogen, beide Beine lang strecken und wieder Stützposition. Das kennt ihr ja schon von gestern. Das heißt, beide Hände unter eurem Schulter und halten. Nur halten. Ihr müsst nichts tun, nur halten. Bauch einziehen, Po einziehen und halten. Diese Übung ist eine sehr intensive Übung, auch für den ganzen Körper. Ganz toll für den unteren Rückenmuskulatur, stärkt es und mädelt. Für einen schönen Bauch brauchen wir einen guten Rücken. Das heißt, ihr müsst auch eure untere Rücken trainieren, damit der Bauch schön ist. Von hier aus legt ihr kurz eure Knie ab und macht euch mal kurz lang. Und natürlich wäre ich nicht ich. Ich hoffe, ihr versteht mein Deutsch. Wenn ich nicht nochmal etwas dazu machen würde, genau gleiche Ellenbogenseite, meine Mädels wissen, wir waren gerade immer an unserer Seite trainieren, das heißt, wir machen noch einmal das, was wir vorher gemacht haben, das hier, so rein, das machen wir jetzt auf unsere Ellenbogen. Okay, Ladies, morgen spürt ihr dann schön eure seitlichen Muskeln. Streckt euch ganz gerade, schaut, dass euer Po und euer Rücken ist und ich verspreche euch, sind wirklich die letzten Übungen, okay? Und zwar, schieb dich nach oben, halten. Die Anfänger dürfen nur halten, ihr müsst nichts tun. Alle anderen, los geht's. Streck deinen Arm nach oben und dreh dich rein, Bauch einziehen. Komm wieder nach oben. Und nochmal. Und nochmal nach oben. Und nur noch einmal. Und nach oben. Ablegen den Hand und wechseln. Mädels, die Anfänger dürfen die Füße nebeneinander halten. Meine fortgeschrittenen Mädels, bitte die Füße aufeinander, okay? Und los geht's. Nicht nur die bequeme Variante nehmen, sondern gib Gas. Sommer ist da. Übrigens, ich esse nachher Speck. Da muss ich jetzt mehr trainieren, oder Schatzi? Es gibt kein ich habe mich entschieden, ich mache lieber jeden Tag Sport und esse ich, was mir gerade gut tut. Okay, hoch und nochmal, schieb nach oben, halte dein Becken, halte, schön halten, nicht nach unten senken lassen,
halten. Alle anderen, die Anfänger, halten. Die Fortgeschrittene nehmen den Arm nach oben. Achtet bitte darauf, dass eure Schulter unter über eure Ellenbogen ist. Ich sterbe, wenn ich weiter rede. Und jetzt fahr rein und einatmen, wieder hoch. Ausatmen. Und einatmen, wieder hoch. Und einmal noch, Ladies. Und wieder hoch. Und langsam runtergehen. Und wieder lösen. Sehr schön, Mädels. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, ich war auch nicht zu... Ja. Wie bitte? Der Klaus will mir immer was sagen und ich verstehe das nicht. Du musst mir sagen, nochmal. Okay, Mädels, ihr streckt eure Beine nach vorne raus. Das andere bitte gebeugt. Auf die Seite nebendran. Ich muss kurz durchatmen. Genau. Wir dehnen jetzt, okay? Schaut bitte, dass ihr alles versucht locker zu lassen. Und trotzdem mit Brustkorb raus. Und ihr geht nach vorne zu euren Füßen. Ihr flext eure Füße. Und möglichst zu euren Knie nahe gehen. Und halten. Und einfach nur halten, Mädels. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Dehnen, finde ich. Das ist immer so eine Trainer. Einsichtssache. Manche sagen ja, manche nein. Ich fühle mich einfach nach denen immer besser. Größer. Vielleicht mit 2 cm oder so. Leichter und beweglicher. So, und deswegen wir dehnen. Okay? Halten noch ganz kurz. Es ist echt scheiße, dass ich euch nicht sehe, Mädels. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt so da gerade macht. Oder sagt. Oder lacht über mich und wieder lösen. Anderes Bein wechseln wir. Beug dein Fuß, flex dein. Beug dein Bein, flex dein Fuß. Und Klaus, du filmst nicht mehr. Du darfst nicht mehr dabei sein. Und geht nochmal mit eurem Kopf ganz eng an euren Knie dran. Und versucht bitte nicht aus eurem Schulter zu ziehen. Schulter immer weg vom Ohren und halten. Einfach nur halten. Ich hoffe, ihr seid noch überhaupt dabei. Ich kann nicht immer so aufstehen. Halten. Atmen. Und wieder lösen. Übrigens, Ladies, jetzt nimm mal ein Bein über den Fuß. Ha, das versteht ihr nicht immer alle. Da muss ich immer ziemlich viel korrigieren. Dann machen wir das nicht. Ich sehe euch nicht. Dann halt Beine auseinander. Angie. Ingrid, alle Mädels, genau. Und jetzt schiebt euch ganz weit vor. Beide Füße flexen. Ihr seht noch meine Füße. Meine Pediküre ist nicht gemacht. Ich hoffe, es sieht man nicht. Und jetzt geht ihr nach vorne wieder zu eurem Fuß, zu eurem Knie und bleibt wieder unten. Mädels, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr. Ihr bleibt unten, gell? Unten an eurem Knie. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, gewisse Übungen mache ich mit euch nicht, wo ich denke, dass es für euch in meinen Kursen schwierig war zu verstehen, dann lasse ich die einfach weg. Also ich versuche immer ein bisschen basic zu machen. Geht wieder jetzt zu dem anderen Fuß. Ah ja, meine Pediküre ist nicht gemacht. Ja, genau. Da war ich. Man wird ja gemütlicher, wenn man nur zu Hause sein muss. Oder? Für mich reicht's. Wisst ihr? Und nochmal lösen. Und jetzt krabbelt ihr mit euren Fingerspitzen ganz weit nach vorne und geht wieder nach unten und bleibt unten. Bleibt in der Mitte und jetzt gucke ich mal, weil da kommen Nachrichten. Haha, sie winken mir. Ja, Haji, ist gut. Okay. Okay. Komm, 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 weiter, weiter. Guck, machen. Ich habe inzwischen durch eine Nachricht bekommen. Bleibt in der Mitte. Okay, und jetzt kommt wieder alle. Dann hier. Und bleibt in dem Schneidersitz. Genau. Ihr nehmt eure Arme nach oben. Die Arme haben auch viel getan. Und jetzt haltet deinen Ellenbogen, zieh es nach hinten und nur halten. Schulter weg vom Ohren locker lassen. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht mit Buckel da sitzt, Mädels, sondern schön mit gerade Rücken. Genau. Und nach oben rausstrecken und andere Arme. Oh, ich spüre schon meine Arme. Mal schauen, wie sie dann morgen sind. Halten, halten. Dank euch mache ich tatsächlich jetzt dann Sport jeden Tag. Ich versuche wirklich mit euch jeden Tag zu machen. Sollte ich einen Tag auslassen, dann trotzdem haben wir die Videos alle auf unserer YouTube-Kanal.
Kanal gespeichert. Also das heißt, ihr könnt sie alle nochmal wiederholen oder die von Nadine und von Eugen. Und Sven macht auch noch Boxvideos. Also wir achten darauf, dass von alle ihr ein bisschen was habt. Jetzt legt ihr, und der Klaus natürlich auch mit seinem Krav Maga, und aber ohne mich und ohne meine Haare, Schatz. Nein, nimm nur mehr, es kommt ja noch was anderes dazu. Beide Hände vor euch stellen, schiebt euch nach oben, legt beide Füße ab, also die Knie ab, und ihr schiebt euch nochmal nach oben ins herabschauende Hund. Ich gehe mal seitlich, dass ihr seht. Jetzt machen wir eine kleinere herabschauende Hund, das heißt, dass ihr wieder schön die Beine im Wechsel streckt. Gerade Rücken, Bauch einziehen. Ich gucke immer wieder, deswegen ich kann nicht so richtig genau. Und von hier aus krabbelt ihr wieder mit den Händen. Zwei der Füße. Bleibt da. Kopf rein. Kopf rein. Und roll nach oben. Wirbel auf Wirbel. Und geschafft! Tschüss an alle. Vielen Dank.